Hey, meine Lieben, willkommen auf dem Kanal der Dream Society. Schön, dass du da bist, schön, dass du mit mir bist und schön, dass du auf deinem Weg bist. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken für all die Liebe, für all das Bewusstsein, für all dein Tun, dein Wirken und dein Sein auf diesem Planeten, für uns alle. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es wichtig ist, Dinge abzuschließen. Wir brauchen ein Gleichgewicht, eine Balance. Wenn wir uns die Welt anschauen, dann sehen wir, dass dort Chaos und Konflikt herrscht. Nicht, weil es so schlimm ist, aber weil es außerhalb des Gleichgewichts ist. Und genau mit diesem Aspekt bin ich heute Morgen wach geworden und habe gespürt, gefühlt und gefragt, was ist mit der Welt geschehen? Warum ist sie so außerhalb des Gleichgewichts, was sie uns ja schon auch mit dem Wetter zeigt? Dann haben wir Dürreperioden, dann versinken wir schon fast im Wasser. Und genau das ist das Thema. Das Thema ist tatsächlich, dass der Ausgleich zwischen dem männlichen und weiblichen Prinzip von höchster und enormer Bedeutung ist. Die Welt, Mama Erde, Gaia, ja, und der Vater Himmel, der große Geist, zeigen uns, wie es gerade um uns und um die Welt steht. Wir sind an einem wirklich magischen Punkt, an dem ein Abschluss von absoluter Bedeutung ist. Alles hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Das ist die Natur des Lebens. Samen, Blüte, Frucht und alle menschlichen Beziehungen, alles hat einen Abschluss. Aber jeder Abschluss führt uns auch in die Fülle. Und zwar in die Fülle des Moments. Ich komme relativ frisch aus Avalon und durfte diesen magischen Ort jetzt schon zweimal besuchen, einmal ganz für mich allein und jetzt ein zweites Mal mit einer Gruppe. Die Notwendigkeit, dass wir die alten Formen, das Alte so von unserem Sein jetzt ja, dem Neuen überführen oder eben halt der Vollendung überführen, dass wir hingehen und all das festklammern an dem, was einmal so war, jetzt erlösen und loslassen. Weil stell dir vor, bleibt die Ernte, bleiben die Trauben zu lange am Rebstock, dann verfaulen sie. Und eigentlich weißt du für dich, dass es jetzt im Moment an der Zeit ist, weiterzuziehen. Ich frage mich allerdings, was dich aufhält, was uns aufhält, was die Menschenfamilie aufhält. Denn verantwortlich bist ausschließlich du für dein eigenes Handeln. Nicht für irgendjemand sonst. Du darfst natürlich diese alten Dinge betrauern. Betrauere, was du verloren hast, obwohl nichts im Leben verloren geht, damit du weiterziehen kannst. Aber sei nicht traurig, sei wie die Sonne. Sei wie die Mittagszeit. Leuchte, bring deine Kraft hervor. Und genau das ist das. Diese Gaben, ja, sind auch unsere Aufgaben und sie befreien sich gerade. Und wenn du es genau nimmst, dann bist du ein Herzenshüter. Du bist Liebe und es ist wichtig, dass du dich lieben lässt. Du bist liebenswert, du bist liebevoll. Und daran darfst du dich auch erinnern. Du darfst dich erinnern, dass dein Herz offen ein Segen für die Menschheit ist. All die Herzensmauern, die die Menschenfamilie in den Zyklen der Zeit gebaut hat und gemauert hat, die dürfen jetzt eingerissen werden. Der August ist für uns ein Monat, aber nicht nur der August, der uns enorme Kräfte gibt. Ich hatte einen wunderschönen Traum und habe einen Rudel Löwen gesehen. Es ist verrückt, also die Löwen kommen immer zu mir, gerade kurz vorm Löwentor. Aber ich glaube, das hat noch eine größere Bedeutung als wie jetzt das Löwentor am 8.8. Ja. Ich habe ein Rudel gesehen, ein kraftvolles Männchen und seine Weibchen, also die ganzen weiblichen Löwinnen rundherum, Jungtiere. Und es war wunderschön, aber sie liefen orientierungslos. Keiner wusste so genau, was er machen soll mit seiner Schönheit, mit seiner Kraft, mit seinem Talent, mit seinen Gaben. Bis dann plötzlich ein uralter weiser Löwe in den Raum kam. Und nur durch seine Präsenz, durch seine Kraft, die er in sich trägt, hat das ganze Rudel, der ganze Stamm,
Ja, wieder in die Einheit gefunden. Also es war ausgeglichen und es war so, als wüsste jeder jetzt genau durch die Energie, durch die Weisheit des alten Löwen, was er zu tun und was er zu lassen hat. Wir alle im Leben brauchen Führung und die Führung gebührt unserem höheren Selbst. Die Führung sollten wir unserem Herzen überlassen. Denn wir kommen aus den Ahnen, wir kommen aus den Vorangegangenen und wir brauchen die Weisheit der Alten. Es wird ganz viel neu kreiert und es wird sehr viel Neues in den Raum gelegt und das ist ein Segen für uns. Jedoch die Weisheiten, die uralten Weisheiten der Völker, der Stämme oder der Führer, die vor uns da waren, die mit Liebe und mit Gleichgewicht geführt haben, die wird gebraucht. Das heißt, vereint euch, vereint die verschiedenen Stationen des Lebens, vereint das Neue, das Mittlere und das Alte. Vereint das miteinander und ihr werdet einen guten, harmonischen Weg finden. Und was ich auch glaube, ist, dass wir nochmal herausgefordert werden zu neuen Liebesbeziehungen. Ich habe so viel schöne, wundervolle, ausgeglichene Liebesbeziehungen gesehen, wo mein Herz einen Hüpfer gemacht hat und gesagt hat, ja, es ist soweit. Die Soulmates treffen sich, die Seelenverwandten verbinden sich, wir kommen zusammen und das, was nicht mehr zusammengehört, das löst sich, das befreit sich. Nicht, weil es schlecht war oder nicht gut war, sondern weil es Zeit ist für einen neuen Zyklus, weil es Zeit ist, sich nicht mehr selber irgendetwas vorzumachen oder sich selbst zu betrügen, sondern die Zeit ist gekommen, die Essenz hervorzubringen und über sich selbst hinauszuwachsen. Nicht um über anderen zu stehen, sondern um Hand in Hand einen großen Kreis zu bilden, einen Heilungskreis, einen Kreis, in dem alle sein können. Aber ich schaue auch mal in die Karten. Was ein wichtiger Aspekt ist, dass du deine Gaben nutzt, denn darin findest du ja auch deine Aufgabe. Und wenn deine Sinne ausgeprägt werden, wenn du von der materiellen Welt jetzt auch in die feinstoffliche Welt eintauchst, das heißt, wenn du auch deiner Medialität Raum gibst und die alten oder eben halt auch kraftvollen Traditionen, die in einer Zeit gelebt haben, wo alle wussten, dass alles miteinander verbunden ist. Ja, dann wirst du auch wieder deine Glückseligkeit finden. Denn was ich auch festgestellt habe, ist, dass die meisten Menschen gar nicht mehr so sehr aus dem Herzen heraus leben, sondern immer noch versuchen zu funktionieren. Und das ist sehr traurig mit anzugucken, weil die Schönheit, die leuchtet und flackert eigentlich schon durch die Risse, die das Alte, also dieses Aufgelegte, nicht der eigenen Wirklichkeit zugehörige, schon durch diese kleinen Risse, die das Leben gemacht hat, hindurchscheinen. Und ich glaube, dass das goldene Ich, das goldene Sein, das ist, was da durchbrechen möchte. Und vielleicht bist du ein bisschen irritiert, weil ich von alt und neu spreche und alte Dinge, im Herzen warm empfinde und alte Dinge eben sage, die losgelassen werden müssen. Geh gar nicht so weit zurück mit dem Alten. Geh mit deinem Gestern, geh mit deinem Vorgestern, geh mit deinem letzten Jahr oder mit deinen letzten 7 Jahren, geh mit deinen letzten 10 Jahren. Geh mit dem, was du in diesem Leben erlebt hast. Ja, das ist teilweise alles, ja, ich will nicht sagen fake, aber es ist ein Selbstbetrug. Wir haben ganz lange Zeit etwas gelebt. Ja, aus der männlichen Kraft heraus, um zu überleben. Die meisten haben überlebt und nicht wirklich gelebt. Und das Leben ist so schön und sollte mit einer Zeremonie gefeiert werden. Du solltest jeden Tag lachen und Freude haben, dich mit wundervollen Menschen verbinden. Und du solltest eine wunderschöne Liebesbeziehung leben. Du solltest lieben und geliebt werden, und zwar mit offenen Armen. Und wenn du deine Arme einmal ausbreitest, ja, breite sie mal aus und schau mal, was passiert. Deine Brust kommt hervor, dein Herz kommt hervor, ja, und all das andere geht zurück. Und dann kannst du vielleicht auch lernen, wieder deine Flügel zu spüren.
Die ersten drei Schicksalskarten, hier geht es um den Herzpartner, also den männlichen Teil, die aktive Kraft, die jagende, die handelnde Kraft, die strategische Kraft, die denkende Kraft. Die lässt uns traurig sein. Wir kommen aus diesem Rhythmus des ewigen Denkens nicht heraus und wir fühlen uns betrogen um irgendetwas. Also auch deine Schönheit fühlt sich betrogen mit irgendetwas. Du hast diese Kraft genutzt für ein falsches Bild vielleicht. Vielleicht hast du Dinge getan, die du nicht gefühlt hast. Vielleicht hast du Dinge gefühlt, die du nicht getan hast. Und hier ist dieses Ungleichgewicht. Das Wasser ist das Weibliche, dieser Dauerregen, davor die hitzige Sonne, ja, das ist das Männliche, die Feuerkraft. Und diese Dinge wollen wieder in uns ihrer Natur entsprechend vereint werden. Mama Erde zeigt es uns. Hier liegen Tränen, hier liegt so eine Art Durchbruch, Depression. Es liegen kraftvolle Energien da, die dich schon ein bisschen zwingen, loszulassen. Diese Abhängigkeiten, das ist die erste Karte, werden gekappt und zwar vom Göttlichen. Du fühlst dich gewarnt, weil es für dich bedrohlich zu sein scheint, dass diese Dinge nicht mehr so funktionieren. Und du glaubst auch, davon abhängig zu sein, aber dein Seelensonnenheld, derjenige welche, der nicht als Opfer hervortritt, sondern als Held hervortritt, der Pionierarbeit leistet, und zwar in Bezug auf das Herz, auf die Freude, der kommt dadurch hervor. Und ob du jetzt Frau oder Mann bist, das spielt jetzt zunächst einmal keine Rolle. Wenn wir wollen, dass die Sonne wieder scheint, dann sollten wir scheinen. Wenn wir mit den Sternen uns verbinden wollen, mit unseren Sternengeschwistern, den Star Nations, dann sollten wir leuchten wie sie. Wir sollten leuchten wie sie. 2, 4, 6, 7, 8. Genau. Also das ist gerade die aktuelle Situation. Die aktuelle Situation ist, dass einige Dinge zusammenbrechen, dass darin aber das Göttliche wohnt, dass du das kleine Selbst, das kleine abhängige Selbst, ob das innerhalb von Partnerschaft ist oder innerhalb von beruflichen Situationen, familiären Situationen ist, das wird hier losgelassen und das sorgt ordentlich für Chaos und Konflikt. Unbegründete Sorgen, Ängste und Zweifel, dass du nicht beziehungsfähig bist, dass du nicht fähig bist, ja, in einem Kreis dich zu zeigen oder in einem Kreis zu leben oder auch in einer Partnerschaft zu leben. Die Partnerschaft wird jetzt auf ein höheres Level gehoben. Das, was einmal war, war auf niedrigeren Schwingungen aufgebaut. Teilweise auf Schuld, Scham, Mangel an Selbstwertgefühl, mangelndes Selbstbewusstsein, mangelnde Liebe. Und auf das Ego. Ja, dann hat man funktioniert. Und heute ist es so, dass wir unseren Willen, ja, der auch im Solarplexus verankert ist, dass wir unseren Willen einsetzen, um uns ohne Unterlass auf die Liebe und die lichtvollen Aspekte unseres Selbst zu bewegen. Der Weg ist geebnet. Wir gehen jetzt da durch und es muss jetzt zu einem Abschluss kommen. Und dieser Abschluss ist nicht für alle erstmal so fein. Ja, nicht jeder fühlt sich damit wohl, wenn du plötzlich aus deinem alten Selbst herausbrichst, wenn du an neue Orte gehst und Altes zurücklässt, dann sind diese Abhängigkeiten da. Was soll ich machen, wenn du gehst? Wer soll ich sein, wenn du nicht mehr bist? Und dann kommen vielleicht auch Wut und Verzweiflung hoch. Hier einer hat sich zur Seite geschmissen. Es ist total verrückt. Manchmal habe ich das. Ich habe 31 Karten ausgelegt und denke, wo ist die 32. Und die liegt hier neben mir verdeckt. Und das ist das Pik Ass. Und das Pik Ass ist das Hohe Gericht. Wir sind an dem Punkt, wo das Hohe Gericht seinen Platz findet. Aber das Hohe Gericht ist auch Justitia, der Ausgleich, die Waage, die Balance. Ja, und die Waage ist immer darauf aus, ein Gleichgewicht zu finden. Wenn es die eine Seite höher schwingt, das Plus oder das Minus, ja, dann ist es nicht im Gleichgewicht, dann ist es nicht in der Mitte. Und im Schamanismus geht alles um das Gleichgewicht. Es geht immer darum, ein Gleichgewicht zu schaffen. Ohne Gleichgewicht haben wir keine friedliche Welt. Ohne Gleichgewicht, ja, gerät unsere Welt aus den Fugen. Und das sehen wir gerade da draußen. Jetzt schiebe ich die als letzte Karte in die Schicksalskarten hinzu. Aber ich hatte schon mal so ein Ding, wo es um das Zuhause ging, das Zuhause in dir. Und da war das Herzass einfach nicht dabei. Ich habe das nicht gefunden. Es fehlte ganz. Hier liegt ja zumindest das Pikass an der Seite und ich durfte es finden. Das ist für uns auch nochmal maßgeblich. Dieser Ausgleich gilt nicht nur für uns, sondern auch für unsere Ahnen.
Und vielleicht hast du das Gefühl, in die alten Dinge hineinzutauchen, die alten Dinge nochmal aufzukochen und deine Suppe daraus zu machen. Und ich kann nur sagen, geh gar nicht so weit. Das Familienkarma löst sich auf. Ja, es wird ganz viel an die Oberfläche kommen, aber sei doch einfach wirklich mit dieser Kraft des göttlichen Geführtsein, deine Kräfte nach oben holen und zu sagen, ich durchbreche jetzt das Ganze, ich komme auch raus. Es ist wie ein Vulkanausbruch. Vielleicht kommen auch Vulkanausbrüche, weil ich sehe tatsächlich immer diese schwarze Erde, also den Körper von Mama Erde, was auch dein Körper oder mein Körper sein kann, und sehe diese Risse da drin. Und innen drin sehe ich das Leuchten, das goldene Leuchten, aber es kann auch die Lava sein. So, was machen wir jetzt damit? Was wir machen können, wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Das ist das, wenn wir unsere Macht jemand anders zugedenken, was wir glauben könnten. Wir wachsen aus diesen Kinderschuhen heraus und entdecken unsere eigene Göttlichkeit, unsere eigene Manifestationskraft. Das ist es auch, was wir bei den Shamanic Dream Teachings lernen. Wir lernen, zu uns zurückzukommen, unsere Themen anzuschauen, sie zu erlösen, zu befreien. Wir lernen, wieder zu träumen. Und genau da ist ein Punkt. Alles das, was wir hier sehen, was jetzt für uns manifest ist, haben wir geträumt. Kollektiv geträumt, aber auch im Einzelnen. Deine ganze Welt, alles, was dich umgibt, hast du geträumt. Und ich weiß, manch einer guckt mich an und sagt dann, du glaubst da nicht, warum sollte ich mir einen Krebs herbeiträumen? Warum sollte ich mir meine Ehe zerbrechen lassen? Warum sollte ich betrogen werden wollen? Vielleicht kannst du das ein bisschen anders verstehen, indem du sagst, okay, es ist ein Hinweis darauf, was ich mit mir selber tue. Was ich mit mir selber tue. Ein Vulkanausbruch, ja, da ist etwas, da brodelt etwas, da kocht etwas in dir. Es kocht etwas in dir, was an die Oberfläche will, was befreit werden will. Da ist Wut, vielleicht bei manchen sogar Zorn. Zorn ist eher zerstörerisch. Deine Gefühle hast du nicht gelebt. Und im Schamanismus geht es auch darum, deine Gefühle an die Oberfläche zu holen oder vielleicht auch in vielen anderen spirituellen Praxisen. Ich bleibe jetzt aber einfach mal bei mir, weil ich die schamanischen Kräfte liebe, weil sie so viel Freiheit für mich bedeuten. Sie bedeuten, mein wahres Selbst zu befreien, meine Gaben an die Oberfläche zu holen, meine Gaben zu leben. Und all das, ja, auch meine Schatten anzuerkennen, unter meine Füße zu legen und die Kraft daraus zu tanken. Ich habe das erlebt, ich bin daran gewachsen. Die Herausforderungen haben mich weit gemacht und nicht eng gemacht. Ja, und das ist das, was ich mir von dir und von dir und von dir wünsche. Dass das, was du erlebst, was dir vielleicht Schmerzen, vermeintliche Schmerzen zufügt oder zugefügt hat, dass du deine Wachstumschancen, dein Wachstumspotenzial darin siehst und jetzt auseinanderbrichst und alles das, ja, dieses alte Kleid, diese alten Hülle, wie die Schlange von dir ablegst und über dich hinauswächst. Ja, und ich weiß, dass das Einzige, was dabei jetzt auch sehr, sehr stark im Feld ist und stört, was uns darum bedrückt, um diesen Prozess, ist immer wieder der Kopf. Das Denken, die kreisenden Gedanken, immer wieder denken und nicht machen. Das ist ein Unterschied, etwas zu denken oder zu machen. Ne? Natürlich ist das, was wir denken, wenn es auf ein Gefühl basiert, auch das, was wir erfahren werden. Aber wenn wir eher ins Fühlen kommen und wieder wahrnehmen, was ist denn da drunter unter der Wut? Was ist unter der Traurigkeit, das viele Wasser da draußen? Wo sind deine Tränen? Ruf deine Tränen nach Hause, komm nach Hause, spür deine Traurigkeit und lass sie von dir abfließen. Das ist eine heilige Kraft, eine Schamanin oder auch ein Schamane, ja, ohne Salz ist nichts. Wir fühlen mit. Wir leiden nicht mit, wir fühlen mit. Und manchmal ist es auch so, wenn ich mich beobachte in den Sitzungen, ich weine auch manchmal für die Menschen stellvertretend. Aber das geht nur bedingt. Ja, und manchmal ist es so, dass es genau in meinem Gegenüber ein Erwachen, ein Aufwachen, ja, repräsentiert und ein Aufbrechen. Und dann stehen sie auf wie der Phönix aus der Asche und kommen aus ihrer gequirlten, ich sage das Wort nicht, hervor und lassen diesen ganzen Schmutz, diesen ganzen Dreck, diesen ganzen Schmodder hinter sich.
und spüren und merken, hey, das bin ich gar nicht. Das bin ich nicht. Ich bin so viel mehr. Ich bin Liebe. Ich bin wahre Liebe. Und ich bin auch in meiner Energie engelhaft und ich habe wundervolle Möglichkeiten in mir. Wundervolle Möglichkeiten. So, lass uns mal abzählen. Also, die Sorgen, die du dir machst, ja, über das, was geschehen ist und was jetzt geschieht, sind unbegründet. Es hat seinen Sinn. Dein Wille geschehe. Was willst du? Was willst du? Was ist deine Absicht? Was willst du wirklich? Was will dein Herz? Und warum stehst du dir dann selber im Weg, wenn du es bekommst und lehnst es ab? Welche Dinge sind noch dahinter? Scham, Schuld, ja, dass du dich nicht gut fühlst, wenn du etwas nimmst, empfängst und einfach in dich hineinfließen lässt. Du versuchst dann vielleicht mit deinem Ego trotzdem noch gut dazustehen. Wie ist es einfach so mit dem Empfangen? Ich wollte abzählen. Also es geht hier um Partnerschaft. Nicht nur Mann-Frau oder Frau-Frau-Mann-Mann, sondern es geht hier um Partnerschaft mit dir. Wie sehr bist du Partner mit dir und natürlich mit allem, was dich umgibt. 1, 2, 3, 4, 5. Ein guter Weg wird gefunden. Dein kleines abhängiges Ich bleibt hinter dir. Du gehst durch die Decke durch. Ich sag dir, du gehst durch die Decke, aber du musst es erlauben. Ja, du wirst dich aus dieser Kruste herausbrechen. Du wirst wie ein Vulkan aus dir herausbrechen und all das, was jetzt nicht mehr dient, wird aus dir herausfließen, damit du aufsteigen kannst wie der Phönix. Ja, Untreue, Lüge, Betrug. Vielleicht gibt es viel in deinem Ding, in deinem Leben, wo du dich betrogen fühlst durch deinen Partner, durch die männliche Seite, also durch das Außen, durch das Leben selber, durch deinen Vater, durch deine Eltern, wie auch immer. Ja, hier ist jetzt der Scheideweg. Der Scheideweg ist da und die kreisenden Gedanken müssen ein Ende haben, denn damit betrügst du dich um dein wahres, wundervolles, lichtvolles Selbst. 1, 2, 3, 4, 5. Die weibliche Ahnenlinie steht auf. Die Wasserfrauen werden angerufen. Ja, die Wasserfrauen werden wieder lebendig. Wir als Frauen sind dafür zuständig, dass die Gefühle fließen. Wir sind dafür zuständig, unsere Arme offen zu halten, ja, und die männliche Kraft, die Männer, an unsere Brust zu nehmen, an unsere Brust zu nehmen und sie dann mit der Weisheit der Sterne, nicht mit unserem Wissen, nicht mit unserem Denken zu nähren. Wenn wir das nicht tun, werden sie den Weg nicht finden, sie werden nicht zu Hause in sich ankommen. Männer brauchen diese Kraft noch, damit sie ihre Kraft des Behütens und Beschützens entwickeln können. Weder die Männer noch die Frauen wissen so genau, was es bedeutet, Mann oder Frau zu sein. Das, was uns vorgelebt wurde, das ist es nicht, garantiert nicht, in den seltensten Fällen. Hier wird losgelassen, auch die Entsprechungen, wie du deine Liebe lebst, wie du deine Partnerschaft lebst, wird hier losgelassen, mit Ärger und Verdruss. Also es geht gar nicht so leicht von der Hand, sondern es könnte sein, dass dann Unmut eben nach oben kommt. Und das ist nicht nur deiner, schau dir das gut an. Ja, es hat auch was mit deinen Ahnen zu tun. Aber dein höheres Selbst, dein Ich weiß, wer ich bin, dein Ich bin, kann das alles tragen, kann sich das anschauen und abfließen lassen. Vielleicht brauchst du gar nicht so viel Gedönse oder Getöse. Lass es abfließen. Löse dich von den Paradigmen, von den alten, so geht man miteinander um, von den alten Regeln. Ja? Es gibt ein paar kleine Regeln, die müssen wir einhalten. Wir sollten achtsam sein. Aber ansonsten, die neue Welt, das Neue ist neu. Es ist nicht alt. Das Einzige, was uns bleibt, ist die Weisheit der Urnatur. Ja? Also die Urschöpfungskraft. 2, 4, 5. Ja, das andere Haus, also das neue Haus, das Arbeitshaus, das Gericht, das Urteil, da liegen die Tränen drin. Es ist nicht das, was passiert. Es ist immer das, wie du über die Sache denkst. Wie oft kommen Menschen und wir schauen uns die Themen an und ich kann manchmal hervorbringen, ja, und sagen, schau, wenn du das jetzt auf diese Weise betrachtest, dann könnte es doch ein Segen sein. Gibt es noch eine andere Wahrheit? Ja, die gibt es immer. Und du entscheidest, wie du darüber denkst. Und das entscheidet, wie du fühlst. Und das entscheidet, was du manifestierst. Und so ist es jetzt hier in den Schicksalskarten. Du musst eine Entscheidung treffen. Es geht nur nach vorne. Oder du bleibst stecken.
Du bleibst in dieser Kruste, in dieser Enge deines Lebens stecken. Triff deine Entscheidung, werde neu. Ja, die Selbstständigkeit, die Liebe, ein guter Mann, eine gute Frau. Jeder ist so gut, wie er ist und jeder hat die Möglichkeit, sich immer weiter zu entwickeln. Aber das, was da ist, ist schon gut, das ist Potenzial. Es geht um die Liebe. Du bist stabil, du bist angekommen auf bestimmten Ebenen. Auch wenn es um dich herum scheppert, weißt du, das ist gut, das, was da passiert. Auch wenn du dich gewarnt fühlst, da innen drin gibt es ein Licht, was dich hält, was dich trägt und was dich immer wieder ausbalanciert. Und jetzt gilt es Augen auf. Augen auf, also nicht deine physischen Augen, sondern deine Herzensaugen. Schau mit dem Herzen, denn nur mit dem Herzen sieht man wirklich gut. Wir schauen mal weiter. Du ärgerst dich vielleicht, warum du XY mit dir hast machen lassen, warum du dich nicht schon früher aus dem herausgebracht hast. Und ich glaube, das ist keine gute Idee. Richtig wäre, das richtige Urteil ist, ich entscheide mich für die Liebe, ich habe sie entdeckt. Ich entscheide mich für die Freude, ich habe sie entdeckt. Ich entscheide mich für die Fülle, ich habe sie entdeckt. Und dann kommst du ganz schnell aus diesem Prozess heraus. Aber wenn du im Urteil bleibst, dann bleibst du stecken. Es erwartet dich Freude und das finde ich auch ganz faszinierend. Ich habe so viel gelacht in der letzten Zeit, wie lange nicht mehr. Also ich habe so viel Freude an allem empfunden. Humor ist eine göttliche Gabe. Ja? Vielleicht habe ich manchmal derben Humor, aber ich habe Humor und den lebe ich gerne. Und es geht darum, dass du deine Bestimmung lebst und keine Angst hast. Es geht auch um das positive Karma. Es gibt auch positives Karma. Du hast positive Aspekte deiner Ahnen geerbt. Hol die hervor und lass die weg. Ja, lass das weg. Lass es abfallen. Und die Männer, die das hören, für euch ist wichtig, ja, wir als Frauen sollten die Suche nach den Vätern aufhören und die Männer sollten die Suche nach der Mutter aufhören. Wir suchen insgeheim, wenn wir uns Partner auswählen, immer noch nach unseren Eltern und der Mann nach seiner Königin, nach der ersten Frau, die er liebt und die Frau nach ihrem König und dem ersten Mann, den sie liebt. Wir müssen diese Suche stoppen und zwar jetzt und sofort. Wir müssen da raus und hier bei dem männlichen Prinzip oder bei den Männern sehe ich einfach noch, dass sie immer dieses Bemuttern suchen, dass sie dieses lieb mich bedingungslos, lieb mich mit allem, was ich bin und ich tue alles für dich. Das sind aber auch wieder so eine Form von Abhängigkeiten, die hier abgelöst werden sollen. Und ist es nicht so, meine lieben Damen, ist es nicht so, dass wenn du dich gibst, wenn du glücklich und zufrieden bist und alle mit dem nährst, ja, was du alles in dir trägst, dass alle glücklich sind und dir im Grunde genommen zu Füßen legen? Also ich kenne das so, dass wenn ich gut drauf bin, ja, ist mein ganzes Feld gut drauf. Ich kann ein ganzes Feld zum Stürzen bringen und ich kann ein ganzes Feld zum Fliegen bringen. Das sind Kräfte, ja, die in uns wohnen, auch als Herzenshüterinnen. Auf eine besondere oder eine bestimmte Art und Weise sind wir Herzenshüter. So, langfristig wird eine neue Form der Liebe kreiert. Das bedeutet, dass die sexuelle Kraft sich auch verändert. Jetzt ganz enorm. Das heißt, die sexuelle Kraft oder die sexuelle Anziehung geht ein bisschen zurück. Das macht sie schon etwas länger, weil sie der neuen Sexualität einen Platz machen möchte. Es geht um Hingabe und nicht um Triebbefriedigung. Es geht um Liebe und Ermächtigung, Erleuchtung. Ja, es geht um die absolute Verbindung und Verschmelzung von etwas, wenn es darum geht. Und so, wie wir unsere Kultur sexualisiert haben und wie es teilweise pornografisch gelebt wurde, das ist nicht das, worum es geht bei dieser heiligen Kraft, ja, die Leben erschafft. Das wird deutlich, das wird hier nochmal reinkommen. Und hier gibt es Frauen, ja, weise Frauen, die das schon erfahren haben. Frauen, die zur Großmutter werden. Ich meine nicht nur physisch, weil sie Enkelkinder bekommen, sondern weil sie das 50. Lebensjahr erreichen und dann in eine neue Qualität hineinwachsen müssen. Da ist diese Wandelzeit und wenn die vollbracht ist, dann ist eine neue Weisheit, ja, dann ist eine neue Weisheit, dann macht die Weisheit der Liebe Platz, ja, auch ein bisschen der sexuelle
Realität Platz und man weiß, was es wirklich braucht, was das Wichtigste ist bei dieser wundervollen Vereinigung. Und da gibt es Lehrer, ja, die also die Frauen und Männer wieder lehren können, was es bedeutet. Wir planen auch in ganz naher Zukunft einen Frauenretreat. Ich habe schon Männer gehört, die gesagt haben, oh, ich möchte auch dabei sein. Ich möchte auch dabei sein, aber da bin ich raus. Naja, es braucht, glaube ich, für jeden erstmal so einen Zirkel, dass jeder für sich erstmal in sich erfährt, wer bin ich, was habe ich und dann eben halt aufeinander gehen. Verlustnachrichten, noch und nöcher, Ärger und Verdruss, manche Sachen, die du aufgebaut hast, auch selbstständig, gehen hier zu Bruch. Neue werden dafür erscheinen, aber das Alte muss zunächst einmal losgelassen werden. Also klammer nicht fest an der alten Form, ja, weil das führt nur zu weiterem Verfall. Dein wahres Ich, dein höheres Selbst, die Frau oder der Mann, die mit beiden Beinen auf dem Boden steht, Förderer, Mäzen, sind traurig, von Traurigkeit überschüttet. Und das, was wir nicht ausleben an Trauer, ja, kommt vom Himmel. Das schüttet dann wie verrückt. Kreisende Gedanken auch um Beruf, Berufung sind gerade ein großer Teil. Bin ich wirklich richtig an meinem Platz? Ist diese Arbeit meine Arbeit oder gibt es etwas Besseres, etwas Höheres? Wie kann ich mich neu gebären? Wer kann ich sein? Meine Lieben, damit es nicht zu lange wird, ich danke euch für euer so mit mir sein, für euer so mit mir hineinschauen in die Energien. Ich kann nur sagen, der August wird sehr, sehr turbulent, aber ich möchte auch eigentlich ein bisschen davon weggeben, zu sagen, hier, Juni, Juli, August, September, Zeit und Raum lösen sich auch auf. Ihr kommt mit den Themen so weit in Verbindung, dann, wann es für euch passend und richtig ist. Also wenn du das einen Monat später hörst oder zwei oder drei, spielt überhaupt gar keine Rolle. Hol das Löwenbewusstsein hervor. Werde dieser alte, weiße Löwe und bring deine Kraft. Schenke deine Kraft. Verteile deine Gaben. Das ist deine Aufgabe. Aho.